Dieses Begleitmodul zum Modul A2A liefert weitere technische Details sowie eine praktische Einführung in das Auswahlverfahren der Donaldson Luftfilter. Auch beinhaltet dieses Modul Formeln zur Berechnung des Motorenluftdurchsatzes dort, wo keine entsprechende Spezifikation des Herstellers verfügbar ist. Die farbkodierte Auswahltabelle verschafft einen Überblick über das gesamte Spektrum an Luftfiltern für alle Staubbedingungen. Die Auswahl reicht von Straßenlastkraftwagen, Bussen und Booten mit leichter Staubbelastung bis hin zu Hochleistungs-Erdbaumaschinen und Bergbaufahrzeugen mit starker Staubbelastung. Nehmen wir an, Ihr Fahrzeug wird in einer Umgebung mit mittlerer Staubbelastung betrieben. Als ersten Schritt muss der maximale Luftmengenbedarf der Maschine bestimmt werden. Diese Daten werden in CFM, Kubikfuß pro Minute oder mit dem metrischen Äquivalent Kubikmeter pro Minute angegeben. Als nächsten Schritt muss der Fahrzeugtyp und die Einsatzumgebung festgesetzt werden. Wir gehen davon aus, dass Ihr Fahrzeug in einer Umgebung mit mittlerer Staubbelastung betrieben wird. Nehmen wir nun an, dass der Luftdurchsatzbedarf des Motors 600 CFM bzw. das metrische Äquivalent von 17 Kubikmetern pro Minute beträgt. Als dritten Schritt folgen Sie der Linie in der Tabelle, die Ihrem Luftdurchsatz entspricht. In diesem Fall einer Umgebung mit mittlerer Staubbelastung erfüllen drei Luftfilterbaureihen die Anforderungen eines Durchsatzes von 600 CFM oder 17 Kubikmetern pro Minute. Die Tabelle zeigt die Modelle XRB, FRG Typ A und FRG Typ B. In diesem Auswahlschritt müssen die Maße des Luftfilters, die Position von Ein- und Auslassstutzen sowie die Montagekonfiguration berücksichtigt werden. Im vierten Schritt grenzen Sie anhand des Luftdurchsatzes Ihre Auswahl an Luftfiltern auf das Modell mit den niedrigsten Widerstandswerten ein. Sollten zwei Luftfiltermodelle Ihren Parametern entsprechen, wählen Sie das Modell mit dem niedrigsten Widerstandswert, um die grundsätzlich längere Standzeit zu erzielen. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass Ihr Fahrzeug einen FRG-Filter des Typs A mit Lufteinlass seitlich und Luftauslass am Gehäuseende benötigt. Dieser FRG-Filter gehört zu der Filterfamilie, die das neuere, wirksamere und patentierte Design von Donaldson Radial Seal verwendet. Es handelt sich hierbei um eine Aufrüstung der alten Serien FHG, FWG, FWA und FVG mit Axialdichtung. Als fünften Schritt wählen Sie das nötige oder empfohlene Zubehör. Je nach Fahrzeug und Umgebung stellen Regenhauben, Vorfilter, Widerstandsanzeigen, Gummiverbindungen, Montagebänder und Klemmen einen sinnvollen Teil des gesamten Lufteinlasssystems dar. Weitere Informationen finden Sie in unserem Zubehörmodul A17. Achten Sie bei der Wahl Ihres Luftansaugsystems darauf, genügend Platz für die Wartung des Luftfilters zu lassen. Beachten Sie, dass der anfängliche Gesamtwiderstand des kompletten Luftansaugsystems auch den Widerstand anderer Komponenten beinhaltet, zum Beispiel Vorfilter, Rohre, Rohrbögen. Eine allmähliche Biegung von 45 Grad bedeutet beispielsweise einen geringeren Widerstand als eine stärkere Biegung von 90 Grad. Die Verwendung kurzer und gerader Rohre auf beiden Seiten des Filters (Reinluft, Rohluft) minimiert mögliche Undichtigkeitsprobleme. Wir haben bereits erwähnt, dass wir empfehlen, die Spezifikationen für den Motorluftdurchsatz vom Motorhersteller zu beziehen. Ist dies nicht möglich, suchen Sie im Leitfaden des Donaldson Engine Intake Systems Katalog nach Ihrem Motor. In manchen Auswahlfällen ist es jedoch nötig, den erforderlichen Luftdurchsatz Ihres Motors anhand der Formelmethode zu berechnen. Im gegebenen Fall verwenden wir diese Methode zur Ermittlung des Motorenluftdurchsatzes. Die Formel für die Berechnung des Luftdurchsatzes von Viertaktmotoren wird in englischen Einheiten und mit internationalen SI-Einheiten dargestellt. Etwas weiter in diesem Modul stellen wir Ihnen eine Tabelle zur Verfügung, anhand der Sie einen Wert für den VE, den volumetrischen Wirkungsgrad, auswählen können. Auch Zweitakt Dieselmotoren in englischen Einheiten oder SI-Einheiten werden mit einem Wert für den volumetrischen Wirkungsgrad multipliziert. Wählen Sie den Wert für den volumetrischen Wirkungsgrad für Ihre Anwendung aus dieser Tabelle aus. Diese Werte können für die englische und die SI-Berechnung verwendet werden. Beachten Sie, dass es sich bei diesen Werten um Richtlinien handelt. Durch die elektronische Steuerung moderner Motoren kann der VE-Wert auf 2,0 oder höher steigen. Dies ist einer der Gründe, warum es am besten ist, die Angaben des Herstellers zu verwenden, wenn diese verfügbar sind. Diese zweite Formel ist eine Alternative zur Berechnung des Luftflusses anhand der Motorleistung. In dieser Formel repräsentiert SA den spezifischen Luftfluss pro PS. Den Faktor entnehmen Sie der Tabelle. Diese Tabelle wird zusammen mit der englischen Formel verwendet. Die SA-Werte, spezifischer Luftfluss pro PS, unterscheiden sich im englischen und metrischen System. Diese Tabelle spezifischer Werte verwendet die internationale SI-Berechnung. Im Fall von Motoren mit hoher Pulsation, in der Regel Motoren mit zwei oder drei Zylindern, ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Die Ansaugmenge des Luftfilters kann die kubische Verdrängung der Luft in den Motor negativ beeinflussen. Um diesen Verlust bei Motoren mit hoher Pulsation zu vermeiden, empfehlen wir, den Luftdurchsatz mit dem entsprechenden Faktor in dieser Tabelle zu multiplizieren. Beachten Sie, dass bei der Verwendung von Luftfiltern mit Medien für hohe Pulsation keine Anpassung der Luftdurchsatzmenge erforderlich ist. Wählen Sie für Anwendungen mit hoher Pulsation bitte die folgenden Luftfilter. Donaldson, DuraLite, ECB, ECC, ECD. Beachten Sie, dass für die Berechnung von turbogeladenen Motoren kein Pulsationsfaktor benötigt wird. Diese Wartungsinformationen dienen als praktische Anleitung. Die Wartungsanweisungen Ihres Motoren- oder Fahrzeugherstellers werden hierdurch jedoch nicht ersetzt.